This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, wieder was Witziges. Ja, die Outdoor-Welt schläft nicht und da gibt es immer Neues und man, oh, das brennt. Und irgendwie siehst du auch Sachen manchmal, wo du dich fragst, ja, irgendwie, ja, braucht man das nicht, aber irgendwie braucht man das, weiß ich auch nicht. Und nun, im Zuge meiner Vorstellung vom Grützebeck Biopark Downwool Schlafsack, habe ich was entdeckt, hier dieses Grützebeck, der Feeder. Das ist Wahnsinn. Ich habe den bekommen, habe den ausgepackt. Aber was erzähle ich? Ich erzähle euch erstmal, was das Ding überhaupt ist. Ja, der Feeder. Der kommt in diesem Säckchen. Und das Säckchen ist der Feeder selbst. Das ist das Fußteil eines Sackes. Das ist ein Innensack oder ein Außensack. Auf jeden Fall ist es wie ein halbhoher Sack, der einen nur bis hierhin, also bis zur Brust geht. Und der Feeder, Mensch, ich habe mich hier genau hingesetzt, da wo die Brennnesseln sind. Ich wundere mich, was jucken mir die Haken auf dem Maser. Wie cool. Ja, der Feeder ist einfach so als Booster gedacht, wenn ihr irgendwie einen zu kalten Schlafsack habt. Dann packt ihr den mit rein, gerade im Fußbereich und so weiter, könnt ihr den damit mächtig aufpeppen. Ja, witzig war, ausgepackt, meine Frau gleich, oh, der ist aber schön. Und zack, auf dem Sofa ausgerollt, reingesetzt und das ist aber muckelig. Und ich denn so, ja, ich glaube, das war mal deiner. Ja, aber als ich ihn dann mal genauer, jetzt kommt das nämlich, ihr seht hier diese Tasche. Ich habe jetzt hier leider meine Powerbank nicht dabei, sonst habe ich immer eine Powerbank dabei, die liegt immer am Auto. Hier kann man eine Powerbank anschließen. Und mit so einer 5000 mAh Powerbank habt ihr ein paar Stunden warme Füße. Gedacht ist, ihr habt eine Powerbank dabei, ihr geht mal ab und zu, macht ihr so Standlager oder sowas. Und es wird kalt, mal eben kurz, oder ihr kommt mit kalten Füßen rein. Es dauert ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, es dauert manchmal ewig lange, bis die Füße wieder warm werden. Und hier drin, im unteren Bereich, sind so Heizmatten drinne. Das merkt man gar nicht, dass das da drinne ist. Und das heizt richtig. Das heizt richtig schön auf. Binnen kürzester Zeit habt ihr wieder warme Füße. Das heißt also, ihr benutzt eine Powerbank, meinetwegen so eine kleine, steckt die da mit rein, habt da dabei. Haben viele ja oft heutzutage wegen Kameras, Handy, sonst was dabei. Lasst die mal eben 10 Minuten, Viertelstunde laufen, habt wieder warme Füße, aus damit. Und dann herrlich schlafen. Und als Wärmesack zusätzlich hat der Feeder natürlich einen irren Boost im Schlafsack. Jetzt werden die einfach, ja, das, wer soll das schleppen? Also, ihr müsst es nicht schleppen. B, ist das gar nicht an den Hochalpinisten und Ultratechnik-Wanderer mit Ultralight und sonst was gedacht. Dieses Teil ist ein Gimmick, was extra gedacht ist für so Leute, die mal, selbst ein Camper, die im Schlafsack schlafen, so auf dem Campingplatz und man abends draußen oder nach dem Schwimmen oder was spät schwimmen im Herbst oder was und du willst dich nochmal wieder schnell aufwärmen. Zack, Feeder, rein damit. An die Leute ist das gerichtet, die dieses Gimmick sich kaufen sollen, weil sie dann, ich würde selber das auch nicht mitnehmen zusätzlich in meinem Rucksack. Ich würde es aber mitnehmen, zum Beispiel, ich sehe hier eine ganz tolle Chance auch an Grützebeck,
macht das Ding mal mit einem Cordura-Fußteil und noch mehr die Halsmatten noch ein bisschen doller warm. Jäger, da habt ihr richtig was Geiles. Großer Einstieg, dass man da rein kann. Innen drin Cordura für die dicken Botten. Außen Cordura, damit das man das auf dem, im Hochsitz hinstellen kann. Im Winter Ansitzsack. Ein bisschen länger, ein bisschen höher. Mit, habt ihr ein Top-Produkt, also hammergeil. Aber diese Idee hier für den Hausgebrauch, für weiß der Geier, Standlager, irgendwo hin, einfach nur genial. Und meine Frau, zack, oh, meiner. Also, wenn ihr eurer Frau ein geiles Geschenk machen wollt, Peter, ist einfach nur der Hammer. Ja, so, das ist also absolute Marktlücke, das Ding. Also, weil es richtet sich nicht mal so nicht an diesen, an uns Freaks, die hier so irgendwie versuchen mit einem leichten Rucksack und irgendwie und da signieren, da noch ein paar Gramm. Totaler Bullshit, da reden wir gar nicht von. Also das hier finde ich saugeil. Und der Hammer ist, der Fieter hat hier überall so kleine Knäbel dran. So, da und da und da. Und der Biopod, Daumwool und auch die anderen Schlafsäcke von Grützibeck haben hier, seht ihr diese Schlaufen, da kommt dann der Fieter rein. Hm? Da macht man hier eben am Fußteil sind hier die Schlaufen. Na, wo bist du? Muss ich mal eben suchen. So, rein mit dir. Hier noch einer. Hier haben wir noch einen für den mittleren. Jo, und dann habt ihr den sehr unverrutschbar da drinne. Also das tüdelt sich nicht immer auf und rutscht auch nicht raus, wenn ihr dann mal aussteigen wollt aus eurem Schlafsack. Wie gesagt, hier die Tasche mit dem für das, könnt ihr natürlich auch andere Sachen reinlegen. Man muss ja nicht unbedingt die Heizung nutzen, aber das ist ein cooles Feature. Und der Hammer ist, das könnt ihr so bei 30 Grad in der Maschine waschen. Inklusive Heizung, inklusive USB-Stecker und alles. Allem natürlich solltet ihr vorher die Powerbank eventuell mal rausnehmen. Ja, coole Sache. Und im Endeffekt, das Gerät wiegt 700 Gramm. Und das macht aus so einem Schlafsack, der eventuell nicht ganz so warm ist, macht diesen Schlafsack deutlich nutzbar im Bereich von tiefsten Temperaturen. Also ich kenne genug Leute, die schleppen immer mehr als 1700 Gramm Schlafsack mit. Und das sind hier 1700 Gramm extra warm mit Bonus und Heizung. Also von daher für Leute, die sowieso sich was Flexibles aussuchen oder was Flexibles haben wollen, kleinen Biwaksack noch dazu und schon habt ihr eine Multi-Kombo, die turbo warm ist. So, ich werde den jetzt mal wieder hier zusammenrollen. Also von der Idee, sehr, sehr geil. Finde ich einfach nur, ja, es ist einfach innovativ, hier den Fußteil ein elektrisches Wärmeelement drinne zu haben. Und ich verpacke den jetzt und verpacke jetzt meinen Fieter. Schatz, du kriegst den gleich wieder. Das war's dann auch. War ja mal meiner, dann kriegt jetzt meine Frau wieder, sonst meckert sie mit mir rum. Ja, innovativ, kompakt, coole Nummer, geiles Gimmick. Also in jedem Fall würde ich mal behaupten, ja, Top-Tipp. So, vielen Dank fürs Schauen bei Jackknife auf dem Kanal. Bis denn. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.